Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es mal ein kurzes Übersichtsvideo zu der Plattform, die ich nutze, um all meine Transaktionen auf der Blockchain zu tracken, als auch dann Steuerreport für das Finanzamt abzugeben. Die Plattform, die ich dafür persönlich nutze, ist Cointracking. Diese ist auch seit Anbeginn meines Kanals unter den Videos verlinkt, da es für mich die einfachste und im Vergleich mit den anderen Plattformen, die es sonst so auf dem Markt gibt, bezüglich meiner Transaktionen auch die kostengünstigste ist. Wir wollen uns in diesem Video einmal anschauen, wo ist denn die Firma hinter Cointracking ansässig. Ich will euch die Bepreisung zeigen. Ich will euch unter anderem zeigen, wie man Transaktionen in die Plattform importiert. Also wenn ihr beispielsweise mit MetaMask, Trust Wallet oder einer anderen Wallet eure Transaktionen auf verschiedenen Blockchains hin und her schickt, wie man diese auch manuell editieren kann, als auch die APIs von verschiedenen zentralen Börsen. Ich nutze dafür aktuell bevorzugt BitGet, Binance und Kraken. Diese direkt in die Plattform importiert, um dann immer die aktuellsten Daten zu haben und sich dann dementsprechend auch den Steuerbericht am Ende des Steuerjahres herauszulassen. Wir starten erstmal mit dem Sitz der Firma und zwar ist diese in München ansässig. Das ist von mir gesehen gefühlt dreimal umfallen, dann wäre ich schon dort. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt, dass man einen direkten Ansprechpartner hat in der eigenen Sprache und das ist hier definitiv gegeben. Wir werden auch noch auf die Supportfunktionen im weiteren Verlauf des Videos eingehen. Da mal kurz, bevor wir uns jetzt die Tools der Plattform anschauen, kurzer Grobübersicht. Ich werde euch den Artikel zu dem neuesten Steuerguide für 2023 hier in Deutschland natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar zählen Kryptowährungen in Deutschland als sonstige Wirtschaftsgüter. Und wenn man diese verkauft, ist das ein privates Veräußerungsgeschäft. Und man muss die Gewinne, die aus diesen Veräußerungsgeschäften entstehen, natürlich versteuern zum persönlichen Einkommensteuersatz. Dieser ist ab einem Grundbetrag von 600 Euro dann steuerpflichtig. Bis zu diesen 600 Euro muss man nichts bezahlen. Und Kryptoeinkommen aus Staking und Lending ist beispielsweise schon ab 256 Euro in Deutschland steuerpflichtig. Das ist auch im Grunde das, worum sich es auf meinem Kanal im Wesentlichen dreht, mit diesen ganzen DeFi-Hochrisikoprojekten unter anderem, in denen wir Staking-Kapital zur Verfügung geben, beziehungsweise Lending-Kapital-Projekte, dann damit weiteres Kapital erwirtschaften und wir dann letztendlich die Erträge daraus bekommen. Und diese Erträge müssen natürlich in Deutschland, wenn man in Deutschland ansässig ist, versteuert werden. So sieht dann hier erstmal die Übersicht, das Dashboard von Cointracking aus, wenn man gerade einen frischen Account aufgesetzt hat, so wie ich es jetzt hier in diesem Fall auch gemacht habe. Das Ganze hier ist jetzt ein Test-Account und wir werden jetzt ein, zwei Transaktionen importieren, um euch das Ganze mal zu zeigen. Zuvor aber noch die Bepreisung, was man hier denn erwarten kann, beziehungsweise mit wie vielen Transaktionen man hier auch potenziell kostenlos diese Plattform nutzen kann. Und zwar bietet Cointracking vier verschiedene Pläne, wie wir jetzt hier im Hintergrund sehen. Es gibt den kostenlosen Plan, der bis zu 200 Transaktionen möglich ist, den Pro-Plan bis zu 3500 Transaktionen, dann dem Experten, den ich beispielsweise persönlich nutze in meinem richtigen Account. Hier habe ich die 50.000 Transaktionen pro Jahr ausgewählt und es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze unlimitiert zu machen, je nachdem, wenn man natürlich täglich mehrere 50, mehrere 100 Transaktionen auf seinen Wallets hat, dann macht das absolut Sinn, sich hier den unlimitierten Plan zu kaufen. Und diese Pläne kann man natürlich auch für verschiedene Laufzeiten buchen. Der Mindestplan ist immer für ein Jahr, aber man kann das Ganze auch lebenslang machen. Da ich denke, dass die meisten von euch, die jetzt dieses Video schauen, entweder hier im Bereich von 3.500 Transaktionen im Jahr oder diese 20.000 Transaktionen im Jahr nutzen, nehme ich jetzt mal auch mal dieses Beispiel und dann sehen wir hier unten auch schon die Bepreisung pro Jahr, beziehungsweise wenn das Ganze auf 2 Jahre oder lebenslang gerechnet ist, dann kann man hier natürlich auch mehr sparen. Also wenn man mit Blick in die Zukunft mehr die Blockchain nutzen möchte, mehr in diesem Bereich DeFi oder auch sonst wo unterwegs sein möchte, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze auf lebenslanger Basis zu buchen und man hat auch jederzeit die Möglichkeit, seine Pläne zu upgraden. Also wenn man beispielsweise jetzt über diese 3.500 Transaktionen im Pro-Plan im Jahr drüber kommt, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Plan zu upgraden und man muss dementsprechend nur den Differenzbetrag dann bezahlen zwischen den 20.000 Transaktionen hier des Expertenplans und den 3.500 Transaktionen, die man für den Pro-Plan gezahlt hätte. Die sind hier sehr, sehr kulant auf der Plattform. Man bekommt in der Regel sehr, sehr schnell eine Antwort vom Support. Das ist zumindest meine Erfahrung, da ich wirklich täglich mit der Plattform interagiere. Also ich bin jemand, bevor ich das Ganze nacharbeiten muss, schaue ich lieber, dass ich jeden Tag meine Transaktion einpflege, einmal kurz drüber schaue, ob alles richtig importiert wurde, da mir das im Nachhinein sehr, sehr viel Arbeit erleichtert und dann mit Blick in die Zukunft auf die Steuererklärung, die natürlich für das Finanzamt wichtig ist, auch alle Fragen beantworten zu können.
Also zusammengefasst, wenn man das Ganze nur mal testen möchte, ob die Plattform auch wirklich was für einen ist, dann kann man erstmal die freie Version hier nutzen, die 200 Transaktionen, einfach mal eine Wallet importieren bzw. eine Blockchain, dann schauen, ob man sich wohlfühlt auf der Plattform und dann kann man immer noch das Pro oder das Expertenpaket buchen für ein Jahr und dann beispielsweise hier diese 9,99 pro Monat oder dann direkt die jährliche Abrechnung zu machen, in der man dann natürlich Vergünstigungen bekommt. So habe ich persönlich auch angefangen und dann, wie gesagt, als ich mich wohlgefühlt habe mit der Plattform, als ich mit den Funktionen vertraut war und gemerkt habe, dass ich auch immer direkt Support kriege, wenn ich Fragen habe. Oder hier beispielsweise auch eine riesen FAQ-Plattform dahinter ist, das einiges erleichtert. Und das hat mich dann natürlich dazu bewegt, dass ich langfristig mit dieser Plattform plane, meine Transaktionen hier abbilde und dann letztendlich auch meine Steuererklärungen damit abgeben möchte. Dann, um euch jetzt hier mal kurz einen Einblick zu geben, wie denn das Ganze funktioniert. Wir wollen jetzt einmal eine Transaktion bzw. eine Wallet hier in dem Fall importieren. Dazu geht man einfach auf Coins eintragen. Meine Plattform ist hier jetzt noch komplett leer. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht das Ganze über eine sogenannte CSV-Datei, man macht das über einen API-Key. Hier seht ihr schon die verschiedenen Börsen, die hier angezeigt werden. Beispielsweise, wir nehmen jetzt hier einfach mal Binance und dann habt ihr auch eine exakte Anleitung, was ihr hier machen müsst, um dann das Ganze zum Laufen zu bekommen. Und diese Anleitungen sind immer aktuell und äußerst präzise gehalten. Also ich hatte noch nie Probleme, mich hier irgendwie zurechtzufinden. Was allerdings einfacher ist, sind die Wallet-Importe. Also wenn ihr beispielsweise Ledger Live oder eine Bitbox benutzt, dann könnt ihr das dementsprechend direkt importieren. Wir machen das Ganze jetzt an einem Beispiel des Blockchain-Imports. Also wir wollen eine Wallet-Adresse auf einer bestimmten Blockchain importieren. Ich habe mir dafür eine Airdrop-Wallet von mir rausgesucht und wir machen das Ganze mal auf dem Arbitrum-Netzwerk. Wenn wir jetzt draufklicken, müssten wir einmal die Wallet-Adresse hier hinterlegen für das Arbitrum-Netzwerk. Diese fügt man dann hier einfach in dieses Feld ein. Dann sagt es hier, ja, wir möchten eingehende und ausgehende Transaktionen importieren. Hier unten könnte man das Ganze dann noch labeln. Also ich habe das Ganze jetzt beispielsweise mal Airdrop genannt, ein Startdatum oder einen Börsennamen eingeben und anschließend hier unten dann auf alle Transaktionen importieren gehen. Das Ganze dauert dann circa 5 Minuten, bis das importiert wurde. In der Regel bekommt ihr dann hier oben gleich ein grünes Häkchen. Ich kann mal die Seite refreshen und in der Regel sollten dann schon alle Transaktionen hier auf der Plattform verfügbar sein. Ihr geht dann einfach zurück auf das Dashboard. Und bei mir hat das Ganze jetzt 30 Sekunden gedauert. Dann seht ihr hier oben schon, wenn man auf dieses rote Fältchen klickt, 40 neue Transaktionen auf dem Arbitrum-Netzwerk wurden importiert. Und dann seht ihr hier alle Daten, die im Hintergrund angezeigt werden, wie viel sich gerade hier befindet, sämtliche Statistiken. Wenn ich jetzt natürlich hier mehr Tokens, mehr Coins liegen hätte, wäre das natürlich noch viel aufschlussreicher. Hier sind jetzt aktuell bei mir gerade nur 3 hinterlegt. Also ich habe USDT, Ethereum und den gebridgten USDC auf dieser Wallet. Und hier könnte ich jetzt dann beispielsweise noch die Transaktionen anpassen, indem ich auf manuelle Eintrag gehe. Da seht ihr nochmal jede einzelne Transaktion und ihr könnt dann genau nachvollziehen, was ihr gemacht habt. Hier habe ich beispielsweise 500 USDC ausgezahlt oder wenn wir ganz runter scrollen, was die erste Aktion hier war, dann habe ich beispielsweise knapp 4.400 USDT auf die Wallet verschoben, vermutlich weil ich ein bisschen hin und her bridgen wollte, um eben Kapital bzw. Transaktionen für einen Airdrop in diesem Fall zu sammeln. Das Ganze könnte ich jetzt auch labeln, indem ich die Transaktion anklicke. Dann gehe ich auf Editieren, könnte sagen, es war eine Einzahlung oder hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu labeln. Könnte sagen, das Ganze war ein Geschenk, ein Trinkgeld. Ich habe das für Staking genutzt, für Airdrop. Es war eine steuerfreie Einnahme. Hier kann man dann natürlich, wenn man das Ganze labeln möchte, beziehungsweise für die eigene Übersichtlichkeit ins FAQ schauen, da dort nochmal alles genauer erklärt ist, was denn welche Transaktion jetzt genau für eine Transaktion war. Das war jetzt wie gesagt nur für eine Wallet-Adresse, für eine Blockchain. Wenn ihr das für gesamte Accounts machen wollt, müsst ihr dementsprechend hier oben die verschiedenen Optionen auswählen. Jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr dann letztendlich das Wichtigste, den Steuerreport, erstellen könnt. Und zwar machen wir das auch mal mit dieser einen Wallet hier. Ihr geht dann einfach hier auf Steuerreport. Und dann poppt auch schon die ganze Seite bzw. die Übersicht der Käufe und Verkäufe auf. Ihr könnt dann hier runterscrollen, müsst auswählen, für welches Land das ist. In unserem Fall ist das Germany bzw. Deutschland. In Deutschland findet das Ganze in der Regel nach der First-In, First-Out-Methode statt, wenn ich weiß, was das ist. Also die Kryptowährungen, die zuerst gekauft wurden, werden nach dem Prinzip auch wieder zuerst verkauft. Und dann sagt man hier, ja, man möchte die Steuer und den Gewinn berechnen für das aktuelle Steuerjahr, da jetzt hier Transaktionen nur für 2023 drin waren. Natürlich würde man jetzt richtigerweise die Steuererklärung für das Jahr 2022 erstellen und geht dann hier unten einfach auf neuen Steuerreport generieren.
Dieser ist limitiert auf 100 Verkäufe für den freien User. Also hier nochmal der Hinweis, wenn ihr noch kein Paket gekauft habt, dann kann man das eben nur für 100 Verkäufe machen. Wir gehen jetzt einmal hier drauf. Der Steuerbericht wurde dann erstellt. Hier sagt er jetzt 3.944 Euro Kapitalgewinn. Das kann nicht ganz stimmen. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal an unseren Transaktionen was editieren, so wie ich es euch vorher gezeigt habe, um den Steuerreport dann letztendlich richtig darzustellen und dann auch in der richtigen Form ans Finanzamt übermitteln zu können. Das nur mal als Grobübersicht. Wie gesagt, es gibt ganz viele Optionen. Hier beispielsweise eine Frag unsere Expertenseite, indem man Premium Support, Account Service oder Steuerservice buchen kann. Das Ganze ist dann für das bestimmte Land auch immer auswählbar und sollte dann auch dementsprechend für das Land so gemacht werden, da man ansonsten vermutlich falsche Auskünfte bekommt. Ansonsten hat man natürlich auch noch viele weitere Möglichkeiten, wie eben das Account Upgrade, das ich euch gerade gezeigt habe, dann das öffentliche Portfolio zu erstellen, Trades Backups zu erstellen oder eben hier beim Reporting ganz viele Statistiken rauszulassen, die einem dann helfen, sein persönliches Portfolio zu tracken. Aber das würde dieses Video, den Rahmen des Videos jetzt hier in dem Fall sprengen. Das hier sollte nur ein Übersichtsvideo sein, mit welcher Plattform ich das Ganze mache, da ich Cointracking absolut als Nummer 1 hier auf dem Markt sehe. Was die Übersichtlichkeit angeht, haben sie vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, vor allem von der Darstellung. Aber was die Funktionen angeht, ist die Plattform definitiv den Konkurrenten meilenweit voraus. Und der große Vorteil ist auch bei Cointracking, je mehr Transaktionen man sammelt, desto günstiger wird Cointracking im Vergleich zu anderen Plattformen. Bei anderen Plattformen ist es oft so, ohne jetzt hier Namen zu nennen, dass wenn ihr bestimmte Meilensteine erreicht, dass ihr dann zusätzliche Packages kaufen müsst, beziehungsweise dass man den Steuerreport erst ab einer bestimmten Stufe freischaltet oder es sind immer mal wieder so kleine Hintertürchen eingebaut, die man bei Cointracking hier beispielsweise nicht hat und ich deswegen absolut Cointracking empfehlen kann. Das soll es zu diesem Übersichtsvideo gewesen sein. Wenn ich nochmal detaillierter auf bestimmte Funktionen eingehen soll, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn dir das kurze Übersichtsvideo gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.